Hi, ja, was richtig Cooles aus der Schweiz, von Davosa, ganz neu. Neue Pilotenuhren braucht das Land. Newton Pilot. Guckt euch das Schnitt hier mal an. Und ich habe noch eine zweite hier in Grün. Schön am Stahl. Alle Infos zu den Uhren, News, Preise und, all das nach dem kurzen Trailer. Wieder Dave von Watch David. Schön, dass ihr wieder da seid. Ich wurde wieder was richtig Cooles mitgebracht. Und zwar aus dem Hause Davosa. Davosa Newton Pilot Automatik. Mit schwarzem Sonnenschliffzifferblatt. Schön am Leder hier. Ganz neu. Und hier in Grün. Mal, ob ich es rauskitzeln kann. Auch Sonnenschliff, schön am Stahl. Was es mit den Uhren auf sich hat, warum sie gerade jetzt rauskommen und weitere Details gucken wir uns jetzt an. Die Davosa Newton Pilot Automatik feiert 120 Jahre Fluggeschichte. Denn vor 120 Jahren unternahmen die Gebrüder Wright ihren ersten Flug. Und das hat man zum Anlass genommen, eben jetzt diese schönen Fliegeruhren rauszubringen. Richtig schön klassisch. Finde ich richtig stark. Auch hier schön mit den Kontrastnähten und so, ne? Schönes weiches Leder. Ja, ganz, ganz tolle Uhr. Ich hatte ja bereits die Davosa Newton Pilot Mondphase-Chronograph in der Hand und habe darüber auch das ausführliche Video gemacht. Hier nochmal ein kurzer Ausschnitt, damit ihr euch daran erinnern könnt. Ja, das war schon eine tolle Uhr, aber jetzt wird es eben richtig schön klassisch und es wird sie in drei Farben geben. Mit unterschiedlichen Bändern, so dass wir in Summe auf 6 Referenzen kommen. Und die könnt ihr euch auch direkt auf der Seite von Davosa genau angucken. Die Links unten, wie immer unten in der Beschreibung. Ihr kommt dann direkt auf die Uhr und könnt dort die Details nochmal zu den anderen Zifferblattfarben sehen. Also wenn ihr Überraschungen sucht, dann seid ihr auf jeden Fall falsch. Denn was kann es Klassischeres geben als diese Uhr? In diesem Design, guckt euch das an. Genau so muss eine Fliegeruhr aussehen. Das Schöne ist natürlich, dass man hinten jetzt auch das Uhrwerk sehen kann. Davosa hat sich hier für den Glasboden entschieden, so dass man dort das Sellita SW200-1 sehr schön sehen kann, wie man hier sieht. Guckt es euch an. Gucken wir uns gleich nochmal von oben an. Davosa nennt das Kaliber ja DAV 3021ND und wie gesagt, das ist das Sellita 200-1 in der Elaboré-Ausführung, so dass wir hier auf eine Ganggenauigkeit von plus minus 7 Sekunden pro Tag kommen. Das ist schon richtig, richtig geil. Was haben wir noch? Edelstahl kommt hier natürlich zum Einsatz. 70 Meter wasserdicht, sehr ungewöhnlicher Wert. Habe ich so noch nie gehört. Aber es ist ja auch keine Taucheruhr, sondern es ist eine Pilotenuhr und ja, könnte bei mir tatsächlich wieder ein Daily Walker werden für die nächsten Wochen, gerade die schwarze Variante. Wobei ich ganz klar sagen muss, dieses Grün hier am Stahl, das hat natürlich auch was, ne? Hier auch schön mit der typischen Fliegerkrone, mit den Riffelungen. Matt und glänzend wechseln sich hier schön ab auf dem Gehäuse. Seht ihr hier schön der Kreis, schön glänzend. Hier die Hörner und das Gehäuse schön matt. Gefällt mir richtig, richtig gut. Hier noch der kurze Hinweis. Die beiden Uhren wird es als Fotouhren in meinem Shop geben. Haltet die Augen auf, ich stelle sie bald rein. So, jetzt mal von vorne am Handgelenk. Bam. Geil, ne? 17 cm Handgelenksumfang habe ich. Ich
bin im vorletzten Loch. 40 mm Gehäusedurchmesser haben wir hier. Und das Coole ist, wir haben Lack-to-Lack von 49 mm. Sieht stark aus, ne? Richtig tolle Größe. Gefällt mir sehr, sehr gut. Wirkt optisch sogar ein bisschen größer. Ich denke, dass das durch das einfache, schlichte Zifferblatt kommt. Ja, aber gefällt mir sehr gut. Hier noch am Stahl. Gehäusehöhe haben wir 15,5 mm. Und bei dem Stahlbahn haben wir klassische Faltschließe. Klack, klack. Gewicht haben wir mit Stahlband 148 Gramm und das Gewicht am Lederband sind 72 Gramm. Und Bandanstöße haben wir 20 mm. Und es gibt die Uhr in Grün, in Schwarz, so wie wir sie gesehen haben, und es gibt sie noch in Blau. Jeder Aspekt dieses Zeitmessers, vom Automatikwerk bis zum Zifferblatt, wurde mit größter Sorgfalt gefertigt, um den hohen Ansprüchen von Fliegern und Uhrenkennern gerecht zu werden. So sagt es Corinna Bohle, die Geschäftsführerin von Davosa. Und was soll ich sagen? Ich kann alles bestätigen. Es ist wirklich viel Liebe zum Detail und das merkt man auch. Es sind wirklich toll verarbeitete Uhren, die wirklich jeden Cent wert sind. Absolut tipptopp. Hinten haben wir natürlich auch einen verschraubten Gehäuseboden. Für den Preis wirklich eine absolute Empfehlung. Und wir haben hier natürlich Saphirglas verbaut. Leicht gewölbt und entspiegelt natürlich. Bei dem Lederarmband handelt es sich um ein naturbelassenes Alin-Lederarmband. Und hier seht ihr nochmal das fünfreihige Pentalink-Edelstahl-Armband mit Druckauslösung. Unboxing-Time! Viele von euch kennen das ja schon von Davosa. Letztendlich immer das gleiche. Pappschachtel. Im Inneren dann die Klavierlackbox. Sehr staubempfindlich. Ich werde da ja kein Freund von. Und dann im Inneren die Uhren. Hier schön am Stahl von oben. Schönes Grün, ne? Tannengrün. Ja, sie liegt halt super, ne? Durch die 49 mm Lack-to-Lack und 40 mm Durchmesser passt sie halt bei mir perfekt. Jetzt die schwarze Variante am Leder. Vorletztes Loch. 17 cm Handgelenksumfang. Sieht super aus, ne? Passt perfekt. Und hier jetzt nochmal im Makro. Das Zifferblatt. Super Luminova BGW 9 auf Indizes und Zeiger haben wir hier. Das gucken wir uns gleich auch noch mal an. Gucken, ob ich es rauskitzeln kann. Schön die Krone. Hier schön das Uhrwerk. Ich finde es super, dass hier ein Sichtboden drin ist. Verschraubter Gehäuseboden, alles tipptopp. Hier das Armband. Schließe mit Logo. Und hier die grüne Variante. Das ist natürlich mit Tageslicht wesentlich einfacher, den Sonnenschliff dort rauszukitzeln. Oder in meinem Fotoset. Hier die Schließe. Logo, Schriftzug. Hier die beiden Pusher. Zack, zack. Ich drücke einfach zusammen. Fertig. Klack. Klack. So, dann versuchen wir es mal rauszukitzeln. Den Swiss Super Luminova BGW 9 Lum. So sieht er aus. Cool, ne? Kommen wir zum Fazit. Kaufen, wenn ihr euch für Fliegeruhren interessiert, gerade für die klassischen, weil klassischer geht es ja schon gar nicht mehr. Gerade schön mit dem schwarzen Zifferblatt und am Leder.
Wobei die anderen Farben natürlich auch richtig gut rocken, finde ich. Leider habe ich die blaue Variante ja nicht hier. Aber hier nochmal das grüne Zifferblatt. Ah, sieht auch gut aus, ne? Tannengrün. Ja, sehr schön. Wenn ihr Fragen zu den Uhren habt, gerne unten in den Kommentaren. Jeden Cent wert. Apropos Cent, es geht los ab 998 Euro. Und das ist ein absolut gerechtfertigter Preis für die Qualität, die hier geboten wird, so wie ich es euch vorgestellt habe. Wenn ihr da Fragen habt, gerne Fragen unten in den Kommentaren. Bin gespannt auf eure Meinung zur Uhr, auch zu den Farben. Also in dem Sinn, lasst gerne ein Abo da und ein Like. Also ich freue mich. Bis dahin, bis zum nächsten Video. Macht's gut, ne? Ciao. Die hier und die grüne wird es wahrscheinlich in meinem Shop als Fotouhr geben. Einmalig mit einem kleinen Rabatt. Wenn weg, dann weg. Haltet die Augen auf.